Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost Recon Wildlands. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind in dieser Umgebung hier und wir gehen nun auf die folgende Mission zu. Und zwar ist das die Bootsfahrt. Mal sehen, was hier. Außerhalb von Santa Blancas Basis in Caimanes liegt ein Panzerboot mit Hightech-Elektronik für El Cerebros Forschungen vor Anker. Kapern Sie das Schiff und übergeben Sie die Ladung der CIA zur Analyse. Okay, also wir müssen es kapern, dieses Mal nicht zerstören. Wunderbar. Setze Drohne ein. Okay, zumindest haben die hier kein Drohnenstörgerät. Mit Maschinenpistole und das macht 3. Ich sehe eine montierte Waffe. Okay, so kein Scharfschütze. Das macht 5. Hier haben wir noch ein paar Rebellen. Okay, so. Geh in Position. Ich habe das Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Shit, ich muss die Position wechseln. Dahin noch dazu. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Gib Zeichen. Schieße. Ziel am Boden. Der hat den Schuss gehört. Der ist jetzt wach. Ja, das macht nichts. Ihr Leutnant Fleet. Oh, das soll gehen. Wäre nicht egal. Sie kommen auf uns zu. Was machen wir, Boss? Bereit machen. Feuer! Okay. Okay, keine Chance. Scheiße nochmal. Okay, nun gut. Feindliche Verstärkung rückt an. Okay, so. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo.
aufatmen. Die Arschlöcher nehmen den falschen Weg. Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Das war scheiße knapp. Geh in Position. Ziel erfasst. Wir brauchen eine bessere Position. Alles klar. Geh in Position. Sehen, ob ich die noch wegkriege. Roger. Ziel markiert. Bereit. Auf deinen Befehl. Tango getroffen. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Position. Suche eine gute Position. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Ich muss die Position wechseln. Gib Zeichen. Tango am Boden. Okay, so, wir haben noch einen hier. Ist zu weit weg. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Wagen mit montierter Waffe. Ich sehe das Ziel. Hab ein. Wir erledigen zuerst hier Story-Einsatz, dann hole ich noch den Fertigkeitspunkt. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Da kommen noch mehr Sicarios. Die kommen genau auf uns zu. Ideen, Boss? Ja, wir warten noch kurz. Vielleicht haben wir die noch gleich von selber ab. Lleva la chingada.
sé que no por aquí, cabrones. No hay nada aquí. Los culeros ya se fueron. Das Lager beruhigt sich. Die glauben, okay, wir sind weg. Ist gut. Unidad Heli, unten bleiben. Der geht nicht weg. Die künstliche Intelligenz weiß nicht, was zu tun hier ist. Egal. Außerhalb von Santa Blancas Basis in Caimanes liegt ein Panzerboot mit Hightech-Elektronik für El Cerebros Forschungen vor Anker. Kapern Sie das Schiff und übergeben Sie die Ladung der CIA zur Analyse. Hey, alles grün. Also, wir stehlen das Boot und bringen es zum Treffpunkt, damit Bormans Leute einen Blick darauf werfen können. Ob Sie uns erstmal damit spielen lassen? Roger, ich gehe in Position. Das wäre mir lieber, wenn dieser weg ist. Ziel erfasst. Abschuss bestätigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin unsere Reise geht. Wo laden wir das Boot ab? Bowman hat einen Treffpunkt am Fluss, eine alte Hütte für die Kaimanjagd. Das Teil ist gar nicht mal schlecht. Scheiße, gib mir ein Bier, dann fühle ich mich wie zu Hause am Strand von Myrtle Beach. Du glaubst wohl, du wärst noch 22, was? Nee, ich will bloß 22-Jährige abschleppen. Glaub ich gern. Nur blöd, dass die nicht auf dich stehen. Okay, so, hier runter. Einmal rechts abbiegen und dann links. Okay. Das heißt, es ist natürlich nicht so gewollt. Das heißt, hier die ganze Insel rum und dann eigentlich thank you.
Feuer frei. Feuer! Mist, aufgeflogen. Okay. Bar. Feind am Boden. Ich schieße auf die Ärsche. Ausgeschafft. Alles gut, alles gut. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Ich sag Bowman, dass sie das Boot abholen lassen kann. Wenn die Agency das Teil untersucht hat, wird sie ein gutes Gefühl für den Rest von El Cerebros entwirfen. Wartet. Entsichert. Yo, sammeln! Uah. Halt. Wir schießen noch die Decke durch. Nun ja, egal. Und das war es für die Bootsfahrt.